Die wissenschaftliche Tagesschau heute, der Sender News und Talks für Gebildete, hat mich gebeten, dass ich das in Zukunft immer so ansage wie das neue Motto. Also die alternative, naturwissenschaftliche, echte, wahrheitsorientierte Tagesschau heute jeweils. Also nochmal, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Wir kommen manchmal mehrmals am Tag und manchmal nur einmal am Tag oder manchmal nur alle zwei Tage. Aber die wissenschaftliche Tagesschau heute beginnt mit GMX hat Werbung gemacht, macht Werbung auf das jetzt alle Rennen und neue Therapien gegen Corona kaufen. Gutes Geschäft wünsche ich. Die Pharma-Werbekunden werden dankbar sein. Ja, warum so etwas? Bei uns hier, wissenschaftliche Tagesschau, darf so eine Behauptung natürlich nicht unbewiesen bleiben. Ja, das ist ja quasi die Aussage, dass hier sozusagen letztendlich Werbung für die pharmazeutische und Medizinindustrie gemacht wird, also für ein kommerzielles Gesamtunternehmen gemacht wird. Ja, schauen wir uns wieder ganz kurz an. Diese Beweisführung gilt dann auch für vieles andere. Also hier, wir haben hier den ersten Heiler der Menschheitsevolution, vielleicht vor 170.000 Jahren. Und er sagt hier, ihr braucht alle keine Heiltränke und sowas. Ihr müsst nur hier ideal gesunde Ernährung, ihr müsst aufpassen, ihr dürft auf keinen Fall diese moderne, giftige, künstliche Nahrung essen, diese denaturierte Nahrung, die überall angeboten wird. Ihr müsst einfach ganz natürlich weiter leben, weiter schmusen, euer glückliches Kommunenleben leben und euch nur auf naturbelassene Pflanzen, Nahrung und so weiter beziehen, damit ihr ein starkes Immunsystem habt. Und dann braucht ihr mich nie wieder. Und gesagt, getan, der sagt die Wahrheit, die Leute brauchen ihn nicht wieder und deswegen kann er, weil dann jetzt eine neue Konkurrenz auftaucht, kann sein Urenkel dann die Praxis schließen, die Wanderpraxis schließen, sozusagen. Warum? Weil ein neuer Konkurrent aufgetaucht ist unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, die ja Dr. Markus Krall so verherrlicht. Die also, und diese freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, ist der Totalzerstörer von allem. Ne? Schauen wir es uns kurz an. Warum ist das der Totalzerstörer von allem? Hier dieser Heiler dann, vielleicht der hunderttausendste Heiler oder der fünftausendste Heiler, wissen wir nicht genau. Irgendwann kam nach dem Naturgesetz von Variation und Selektion oder Mutation und Selektion automatisch ist zu dem ersten Irrtum sozusagen und dieser Irrtum erwies sich merkwürdigerweise als gewinnbringender Irrtum und gerade deswegen breitete er sich dann über die Welt aus, weil er Ressourcengewinne brachte. Das ist das Grundprinzip der Evolution. Sozusagen er irrte sich und sagte, nein, ihr könnt ruhig diese ganze chemische Ernährung ruhig essen, die ist sogar gesünder und schön viel kochen und so weiter und es ist alles gesünder und so weiter, ja, und ich helfe euch dann, denn diese Krankheiten kommen ganz woanders her, die kommen, weil ihr irgendwo allen Mangel an meinen Heiltränken habt, an meinen Impfungen, an meinen Tests, an meinen Spritzen, an meinen Wundermittelchen habt, ne? Und viele glauben ihm seine Geschichte und dann werden sie zu Dauerkranken, weil sie den krankmachenden Fraß weiterfressen sozusagen und dadurch kriegen sie ein Symptom nach dem anderen und dann wird er immer wieder gebraucht und dann wird er immer wieder bezahlt, sei es mit Waren oder später mit Geld, viel später dann mit Geld. Und kann dann im Gegensatz zu dem anderen hier zwei Kinder ernähren und hier dann die nächste Generation drei Kinder und so explodiert dann eine
eine Familiendynastie der späteren Medizinprofessoren. Und die sind alle voll mit gewinnbringenden Irrtümern. Und dieser Beweis gilt jetzt auch für alles Weitere. Also wenn man meine Aussagen hier in Frage stellen wollte, müsste man diese naturwissenschaftliche Beweisführung sozusagen in Frage stellen. Natürlich gibt es die Tatsache, dass noch einzelne Ärzte existieren, immer wieder mal Ärzte kommen, die geboren werden und sagen, nee, ich wehre mich gegen dieses ganze Irrtumsgeschehen im Studium und so weiter und ich will selber wissen, was Wahrheit ist, beschäftige mich mit Ernährungsmedizin, mit Lebensstilmedizin, ich will wissen, wie ich Menschen helfen kann, gesund zu bleiben, dass sie den Krebs möglichst erst gar nicht bekommen, ja, aber das sind die Helden der Wissenschaft, das sind die wie sie jetzt überall in der Öffentlichkeit so als diskriminierte Kritiker aufgetaucht sind. Ich nenne sie immer Dr. Wodak und Co., die ganze Riesenmenge an Ärzten, die sagen, nein, da stimmt doch irgendwas nicht, wir sind doch da nicht wissenschaftlich präzise mit Corona und so weiter. Ja? Und davon gibt es dann auch viele Mediziner dieser Art, dieser reflektierenden Art, gibt es auch bei den nextscientistforfuture.de natürlich. Ne? Und ja, das war die Beweisführung. Dann gehen wir mal wieder hier so zu Corona zurück. Ja, und zwar zu den, zur wissenschaftlichen Tagesschau heute, bei der sind wir ja gerade. Ne? Tramsdruck auf Schweden wurde zurückgewiesen. Also die Kurve läuft also dann so, dass die irrtumstragenden Mediziner auf Trump einreden. Er denkt, sie haben recht, weil sie sind ja schließlich die vermeintlichen Experten. Also das, ich habe ja eben deutlich gemacht, dass ich Experten kein Wort glaube wegen dieser Evolutionsprozesse. Ich glaube nur, was irgendwie naturwissenschaftliche Basis hat und wirklich logisch ist und harte Daten sind. Und ja, und Trump macht Druck auf Schweden, denn das würde ja für die Medizinindustrie, also der Druck, der wird wahrscheinlich so gemacht, ach ihr armen Schweden, wir wollen ja nicht, dass ihr sterbt, also ihr müsst unbedingt Maßnahmen machen wie wir. Dahinter steckt natürlich die finanziell nicht bewusste Prozess, dass es natürlich bedeuten würde, wenn Schweden uns beweisen würde, dass man die Maßnahmen gar nicht braucht, um gesund zu überleben als Land, ja, dann wäre das äußerst peinlich und deswegen macht wahrscheinlich die amerikanische Medizinindustrie viel Druck auf Trump, da Schwedens in die Schranken zu weisen und sie dazu zu zwingen, eben auch die gleiche Panik zu übernehmen. Und allein indem er das sagt, macht er ja schon der Bevölkerung Panik und erzeugt ja dann schon auch Effekte, negative Effekte, die dann als selbsterfüllende Prophezeiung quasi das bestätigen, was er vorher gesagt hat, was er prophezeit hat. Ne? Und dann wird viel diskutiert über Studien. Jetzt soll da wohl auch soll es hier Studien geben und so diese Heinsberg-Studie und so weiter. Anne Will hat mal einmal alles gesagt. Diese Studienschlagerei bringt uns ja nicht weiter, ne? Ja, warum hat sie damit recht? Jeder naturwissenschaftliche Student lernt schon im Studium, wie seine Mitstudenten locker erzählen, wie sie die Daten ihrer Abschlussarbeit gefälscht haben. Jeder weiß, dass es viele machen. Später werden gewünschte Studienergebnisse gekauft und verkauft oder für die Karriere produziert. Nur naturwissenschaftlich gesehen ist also eine Studie nur ein Meinungsverstärker für die Meinung des Interessierten, also ein Blendwerkzeug. Damit brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Ja? Nur staatliche Sterbestatistiker zum Beispiel, denen am besten die weltbesten Statistiker und Kriminalpolizisten über die Schulter schauen, sind unsere einzige Möglichkeit, an statistische Wahrheit zu gelangen. Und dann wird Statistik wertvoll. Nur dann.
Sonst haben wir immer nur 60 Studien sagen A, 40 nicht A. Das beweist nur, dass es 60 gab, die an A interessiert waren. Statistik ja, aber nur in super kontrollierter staatlicher Hand. Eben nicht wie beim Robert-Koch-Institut. Da sitzen weder die weltbesten Statistiker noch die weltbesten Kriminalpolizisten dabei, ne? Und überwachen das Ganze. Der Grundfehler ist, dass wir uns jedes Mal versuchen zu wehren bei all den Irreführungen, die, ja, also hier, wenn dann mal wieder so ein Ausbruch ist, also wir haben ja ein Outbreak, ne? Wir haben ja ein Outbreak, ja? Was haben wir für ein Outbreak? Nicht den Outbreak des Killer-Virus Corona wahrscheinlich, denn die Daten haben mich bis jetzt nicht überzeugt, ja? Sondern wir haben hier den Outbreak. Von was haben wir den Outbreak? Den Outbreak haben wir. Nämlich, dass hier von diesem anfänglichen Irrtumsgedanken, die man ja auch Virusmeme nennen kann, ja, wir haben einen Ausdruck von Viren des Geistes. Und diese Irrtümer der Medizinindustrie sind mal wieder von der Medizinindustrie ausgebrochen in die Gesellschaft hinein, diese Viren des Geistes, und haben die ganze Gesellschaft infiziert und machen sie jetzt so, wie das gute Viren machen, machen sie zu ihrem Diener, ne? Und jetzt ist es sozusagen, sind wir alle durch die Viren des Geistes funktioniert und tanzen nach der Pfeife dieser Irrtums, dieser Viren des Geistes, dieser Irrtumsviren des Geistes, dieser Viren des Geistes. Und das ist der Outbreak, ne? Das ist der echte Outbreak. Ja, dann geht's bei uns wieder weiter hier. Ja, der Grundfehler dabei ist, dass wir uns jedes Mal gegen solche Outbreaks von Virusmemen, also von Viren des Geistes, dass wir uns jedes Mal versuchen zu wehren, wie bei der Schweinegrippe, anstatt mal einmal an die Ursache ranzugehen. Wie Dr. Rath, Verkäufer von Nahrungsergänzungen, trotz allem richtig sagt, wir leben in einem sozialmarktwirtschaftlichen, also ungefähr sagt das nicht wörtlich, wir leben in einem sozialmarktwirtschaftlichen Medi-Pharma-Staat, und ist doch klar, dass der mit uns immer wieder alles das machen muss, was am Ende der Pharma- und Medi-Industrie möglichst viel Geld bringt. Denen kann es auch völlig egal sein, wenn alle anderen Konzerne pleite gehen, weil die ganze Wirtschaft kaputt geht. Hauptsache, sie sind Krisengewinnler. Das ist genauso, wenn die Waffenindustrie mal wieder Geld braucht. Im Krieg werden alle anderen Konzerne zerbombt, müsste das heißen. Aber sie werden als Kriegsgewinner reicher. Ja, im Krieg werden auch alle anderen Konzerne zerbombt, aber sie werden, also die Waffenindustrie wird als Kriegsgewinner reicher. Also ihr ist das egal. Und das bedeutet, liebe Milliardärskönige, das bedeutet hier, ihr werdet durch eure Milliardärskollegen ganz schön geschädigt, ja? Also zum Beispiel jetzt die, nehmen wir mal an, ihr seid eben kein Großaktionär von Pharma und Medi, dann werdet ihr gerade ruiniert und die anderen sind die Krisengewinner, ne? Die sind die Krisengewinner des Outbreaks dieses Virus des Geistes, das Coronavirus des Geistes, ne? Und das ist so der Vorgang. Ja, dann sind wir wieder hier, so. Ja, wir können uns jetzt gegen alles einzeln zu wehren versuchen, oder wir können mit der Wohlfühlstimme die Macht über Big Pharma, Big Waffen ergreifen, wonach sie uns dienen müssen und wir nicht mehr ihnen als Geldquelle dienen müssen. Denn um mehr geht es ja nicht bei diesen Outbreak der Viren des Geistes. Also denken wir nur an USA, der Outbreak dieses Virus des Geistes, als angeblich Saddam Hussein kurz davor wäre, mit Massenvernichtungswaffen die USA anzugreifen, weswegen er gekillt werden musste und sein Staat noch gleich mit, ne? So,
Also empfehle ich Hauptfokus auf Ursachenbehandlung statt Symptombehandlung. Ja, also eben wurde erwähnt, die Wohlfühlstimme, wo haben wir es denn? Hier, Next Scientist, ach so, ich bin falsch, Stellungnahme. Hier bin ich, na, die Maus will wieder nicht richtig. So, über uns, Stellungnahme, Weltrat der Weisen, also hier, hier war es, glaube ich, ja, hier, Wohlfühlstimme, hier bitte nachlesen, also über den Fotos der Professoren, die Einführung in die Wohlfühlstimme, das heißt also, dadurch, dass es keine Verdienstausschüttungen mehr gibt, es sei denn, ein Konzern oder eine Firma hat nachgewiesenermaßen meine Wohlfühlstimme verbessert und meine Gesundheitsdaten verbessert sozusagen. Dadurch wird die Waffenindustrie unser Diener, alles wird unser Diener, weil alles sozusagen, bei der Waffenindustrie ist ein bisschen komplizierter, darauf gehe ich jetzt nicht ein, bin ich schon oft genug. Aber bei der Pharmaindustrie ist es wahrscheinlich direkt unmittelbar einleuchtend, dass sie dann nur noch in Zukunft am meisten verdient, wenn ich nie krank werde. Dafür muss sie auch dafür sorgen, dass es keine Outbreaks von solchen Viren des Geistes mehr gibt, wie dem Coronavirus des Geistes. Ne? Ja. So, mache ich mal zwischendurch gleich das hier, nur dass wir das nochmal ganz klar sehen. Zwischendurch. Bisschen Abwechslung, Schluck Wasser. Im Jahr 17 verstarben in Deutschland 932.000 Menschen. Das ist im Moment jetzt nicht groß anders. Ich glaube 933.000 pro Jahr, also ungefähr 930.000. Dann gehen wir es doch mal durch statistisch. Das sollte man also immer mit einem Taschenrechner durchrechnen. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Taschenrechner, wie viel Größe verkraftet er? Na, der verkraftet noch mehr. Ja. So, jetzt schauen wir es uns mal an. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu groß ist. Doch ist es. Also 150 wird wohl die richtige Größe sein für den Taschenrechner. So, dann schauen wir hin. Was haben wir gesagt? 930.000 Tote jedes Jahr in Deutschland. Das bedeutet pro Woche, also, oder sagen wir erstmal pro Monat, durch 12 ist 77.500 Leute sterben in Deutschland pro Woche. Pro Woche. Jetzt haben wir aber Winterwochen. Jetzt machen wir einen Zuschlag. Na, sagen wir 85.000. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Winterzuschlag. Es sterben natürlich im Winter mehr, im Sommer weniger. Ne? Also sterben jetzt jede Woche 85.000 in Deutschland. Es geht nur um die ganz groben Zahlen, es geht nicht um ein paar Tausend. Ne? 85.000 pro Woche. Wie viele sind letzte Woche in Deutschland an Corona gestorben? Wie viele sind denn in... nee, das war jetzt, glaube ich, durch 12. Ne? Waren das jetzt 85? Also ich muss... Jetzt muss ich es der Sorgfaltspflicht wegen nochmal machen. Also, ich mache es ganz einfach. 930.000 geteilt durch 12. Also, das war jeden Monat. Ich war schon einen Schritt weiter. Also, und dann kamen wir jetzt mal auf jeden Monat 85.000.
85.000. Wie lang läuft die Corona-Krise? Sagen wir mal 3 Monate, mal 3 Monate. Also ganz normal sind ungefähr 250.000 Leute in den letzten Corona-Monaten sowieso gestorben. Und wie viele sollen in Deutschland gestorben sein? Was war das? 2000 angeblich. Angeblich wissen wir ja nicht, mit Corona, wegen Corona, ursächlich oder was auch immer, weiß ja kein Mensch. Sagen wir mal, es wären 3000 an Corona gestorben wären. Jetzt gucken wir mal, 255.000. Ob das jetzt nun 258.000 sind oder 252.000, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist eine statistische Mini-Schwankung, wegen der ich doch nicht einen ganzen Staat ruiniere. Ja? Also wegen einer Mini-Schwankung. Ja? So, ja, jetzt rechnen wir es mal nochmal weiter. Das waren also, ich glaube, die monatlichen Toten. Und wenn wir jetzt pro Woche... Da müssten wir ungefähr, teilen wir mal durch 4,5 Wochen, geteilt durch 4,5, damit Sie sich mal klar werden, was für Dimensionen wir haben. Also jede Woche nein, Quatschkopf. Ich habe doch mit 3 multipliziert, das waren doch 3 Monate. Muss ich nochmal zurück? Muss nochmal zurück? Oder ich muss durch 4,5 und dann muss ich nochmal durch 9 teilen. Nee, Quatsch. Das darf ich jetzt statistisch nicht machen. So, dann müssen wir das nochmal klären hier. Das waren also, in 3 Monaten hatte ich gesagt, 250.000 Tote in 3 Monaten. Sehr gut, dann haben Sie mal Zeit, das nachzurechnen. Und jetzt muss ich das natürlich ungefähr durch 12, 13 Wochen, sagen wir mal, teilen. Geteilt durch 13 Wochen, dann haben wir den Wochenwert. 13 Wochen ist gleich 19.230 Tote pro Woche. Wie viele sind letzte Woche an Corona gestorben? 100, 200, 300? Und 1200 oder 19.500, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ist doch völlig bedeutungslos. Dafür darf ich doch keinen Staat ruinieren, keine Wirtschaft ruinieren. Wegen einer kleinen statistischen Schwankung von irgendwie 0, so und so viel Prozent. Ja? Teilen wir das jetzt nochmal sicherheitshalber als Kontrolle. Das war der Wochenwert, mussten wir jetzt ja durch 7 teilen. Ne? 7 Tage ist... Ja, da sind wir bei den 2.500, die jeden Tag in Deutschland sterben. Ne? Und im Winter vielleicht ein bisschen mehr, also 2.747. Wir haben uns also nicht verrechnet. Ja, wenn Sie sich mal klar machen, wie viele sind denn gestern an Corona gestorben, bitteschön? Angeblich an Corona. Muss man ja immer dazu sagen, angeblich an Corona. Keiner weiß es ja. Ne? Behauptete Corona-Tote, sagen wir mal. Wie viele behauptete Corona-Tote gab es denn gestern? 100? 50? 200? 2.700, 2.800, 2.900, minimale statistische Schwankungen. Ja, was hätte man also machen müssen? Man hätte also jetzt, ich mache mal wieder mal 7, zum Beispiel hätte man eine Woche lang 19.230 Tote, da hätte man eine Woche lang Corona noch weiterlaufen lassen müssen. Die Inkubationszeit abschätzen müssen und dann hätte man ja ein paar Wochen später gucken müssen, ob sich eine Beule in der Sterbestatistik zeigt. Ja? Es hätte sich ja jetzt eine richtige Beule zeigen müssen. Also nehmen wir mal an, Corona ist der Killer-Virus, der behauptet wird, ist also nicht ein Coronavirus des Geistes ausprägt, sondern es ist eine Wahrheit. Nehmen wir mal an, es wäre Wahrheit. Ja? Dann müsste sich dann ein paar Wochen nach diesem eine Woche dem angeblichen Killer-Virus freien Spielraum geben, müsste sich ein paar Wochen später müsste es zu einer richtigen Beule in der Staatsstatistik
kommen, mit hoffentlich kriminalpolizeilicher Überwachung und mit den besten Statistikern der Welt müsste das überwacht worden sein. Und dann wüssten wir jetzt, es ist ein Killer-Virus oder es ist keiner. Und was haben wir gemacht? Wir haben nicht gewartet, sondern haben sofort gehandelt mit Maßnahmen und jetzt können wir gar nicht mehr feststellen, ob es solch einen Bauch gibt. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. Jetzt könnte man an den Tag vor den Maßnahmen zurückgehen, am besten an den Tag vor der Panikmache. Also man müsste jetzt an den Tag vor der Panikmache zurückgehen und dann mal die letzte Woche davor gucken. Und dann die Inkubationszeit ungefähr berechnen, wobei man da auch nicht weiß, ob da die Mediziner überhaupt wahrheitsgemäße Ergebnisse kriegen. Oder sagen wir die letzten 2 Wochen vor der Panikmache sozusagen. Und dann müsste man einen Berg in der Sterbestatistik nach der Inkubationszeit finden. Das wäre wohl der einzige richtige Zugang, jetzt vielleicht nochmal aus der Staatsstatistik rausfinden zu können, ob es sich um einen Killer-Virus handelt oder eben nicht. Kurze Pause. Ja, die Pause war, weil ich doch einem Kollegen mal dieses Ergebnis mitteilen musste, kurz zwischendurch. Denn man sieht, allein durch ein paar Zahlen sind wir jetzt auf eine Lösung gekommen. Nämlich, dass das Einzige, was alle Kritiker überzeugen könnte und alle Zweifler sozusagen, wäre also gucken, 2 Wochen, die letzten 2 Wochen vor der Panik, denn dort war ja, das ist ja bewiesen, der Virus schon im Lande. Und man muss gucken, also ich denke, dass da schon absolut bewiesen war, dass er schon im Lande war, ne? Und dann muss man gucken, die ersten 2 Wochen vor jeglicher Panikmache, ob sozusagen da sich ein Übersterblichkeitsbauch in der Staatsstatistik zeigt, wenn man quasi die Inkubationszeit noch ein Stück weiter geht. Und bei einem Killer-Virus würde man da etwas sehen, bei einem Nicht-Killer-Virus sieht man da eben nichts, weil er dann der normale Kurvenverlauf in der Staatsstatistik sozusagen, in der Sterblichkeitsstatistik genauso verläuft wie in jedem harten Grippewinter. Und dann ist es eben nicht mehr als ein Virus, das so stark ist wie eine Grippe. Na, dann haben wir das geklärt. So, dann geht es jetzt hier weiter mit unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute, die wir ja, also generell empfehle ich also Hauptfokus auf Ursachenbehandlung statt Symptombehandlung. Wir müssen also zum Beispiel über die Wohlfühlstimme deutschlandweit endlich diskutieren oder eben über andere Techniken, die so ähnlich sind und die Wirtschaft dazu zwingen, zum Diener der Menschheit machen und nicht, dass die Menschheit der Diener der Wirtschaft ist. Denn das ist ja im Moment das, worum es gerade geht. Wenn es sich um ein Coronavirus des Geistes handelt, also ein Geschäftsvirus handelt, wo es darum geht, dass das im Prinzip sozusagen das darauf hinausläuft, ohne böse Absicht, also unbewusst darauf hinausläuft, dass Gewinne gemacht werden. Ja, die Irrtümer waren ja schon immer da, noch einmal zurück ganz kurz, damit das nochmal ganz deutlich wird. Das war keine böse Absicht von diesem Irrtumsträger hier, sondern nur zufällig erwies sich dieses Irrtumsmeme, dieser Virus des Geistes, ja, erwies sich als gewinnbringend und dadurch hat er sich mit den erfolgreichen Heilern und dem Verkauf ihrer Heilprodukte
in den Köpfen der Menschheit ausgebreitet und wurde von denen dann über Marketing und Werbung in alle Köpfe ausgebreitet im Sinne einer Massenpsychose oder Massenmanipulation sozusagen. Und das war ohne böse Absicht. Nur das Ergebnis ist immer das Gleiche. Geld verdienen, ja, oder überhaupt was bekommen, ja, darum geht es. Und das bedeutet also jetzt, ja, ich glaube, das hat uns doch sehr geholfen, das mit dem Taschenrechner, da sind wir auf eine entscheidende neue Lösungsidee gekommen. Lassen Sie sich nicht blenden von allen möglichen anderen Studien und Untersuchungen, die sind meistens so viel wert, noch nicht mal so viel wert, wie das Blatt Papier, auf dem sie stehen, sondern wir bräuchten so von den staatlichen Staatsstatistiken, wobei ich Ihnen jetzt nicht sicher sagen kann, ob da nicht auch gedreht wird an den Zahlen. Na, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die Sterbezahlen an sich, kann natürlich jetzt sein, dass da gedreht wird und dass vielleicht irgendwo welche Berge erzeugt werden, damit es eben nach Killervirus aussieht. Wissen wir nicht. Wissen Sie nicht? Ich bin nicht dabei, Sie sind nicht dabei. Und was wir nicht wissen, wissen wir nicht. Na? Also, so, dann geht's mal weiter hier im Text. Also, alle Daten bisher lassen mich vermuten, dass es kein Killervirus ist, sondern ein Pharma-Medi-Geschäft mit uns, wie normal, wie mit der Schweinegrippe und wie mit allem anderen. Ne? Es wird viel rumspekuliert und wie in der Medizin üblich werden lauter wissenschaftlich nicht akzeptable Untersuchungen in Anführungszeichen mit fragwürdigem Studienaufbau durchgeführt, ohne echte Beweise zu bringen. An den Daten darf keinerlei Mediziner als parteiischer oder Testkonstrukteur und so weiter beteiligt sein. Es müssten staatliche Biologen untersuchen. Und denen müsste es bei schwersten Strafen verboten sein, auch nur einen Cent zusätzlich zu ihrem Staatsgehalt anzunehmen. Niemals. Vielleicht würden wir dann irgendwie vielleicht eventuell seriöse Studien bekommen, aber vergessen Sie es, ich glaube, das ist ein Traum, das ist ein Wunschtraum. Staatsstatistiken des Statistischen Bundes- und Wahlamts Wiesbaden werden dann zuverlässig sein, wenn daneben die besten Kriminalpolizisten der Welt stehen und über die andere Schulter auf die Finger denen schauen, die besten Statistiker der Welt. Ja, und dann kriegen wir harte Daten und auf die können wir wirklich ein bisschen was geben dann. Und alles andere ist so wackelig wie ein Wackelpudding, da würde ich nicht mal meinen kleinen Finger für riskieren, geschweige denn eine gesamte Volkswirtschaft ruinieren. Ne? Wieder die Lösung, Wohlfühlstimme habe ich schon genannt und dann wollen uns alle nur noch Gutes, soll das heißen, wollen, Tippfehler natürlich. Wollen uns alle, also Wohlfühlnote, Stimme oder ähnliche Maßnahmen der Next Scientist for Future.de einführen und dann wollen uns alle nur noch Gutes und wir brauchen uns nicht mehr zu wehren durch Aufklärungsversuche, weil wir dann, es greift uns dann niemand mehr an, denn alle, wir sind dann, haben alle nur noch Freunde, weil die Wirtschaft wird zu meinem Freund, die Pharmaindustrie wird zu meinem Freund, die Lebensmittelindustrie wird zu meinem Freund und die Ärzteschaft wird zu meinem Freund. Da brauche ich mich doch nicht mal wehren. Dann kann ich doch den Experten endlich vertrauen. Also erst nach Einführung der Wohlfühlstimme kann ich den Experten vertrauen, sogar blind dann. Ja? Denn die Daten werden sie bestrafen. Wenn sie mir irgendwas Falsches sagen, werden die Daten sie finanziell bestrafen. Ja? Meine schlechten Wohlfühlnoten und meine schlechten Gesundheitsdaten, die dann die Folge sind. Ja, wahrscheinlich werden wir nie an die Wahrheit rankommen. Ja, nie ganz rankommen. Warum werden wir diese Wahrheit, also ob Corona jetzt ein Killervirus oder nicht ist, warum werden wir da nie rankommen? Warum wird sich die ganze Politik dagegen wehren, jetzt das zu machen, was ich eben gesagt habe, nämlich in den Staatsstatistiken zu forschen, in der Anfangsphase von Corona? Ja? Warum wird das nie geschehen? Dann wären ja alle total blamiert. Dann wäre ja Politik, Medizin und Big Pharma, ich glaube Söder will jetzt Kanzler werden, ne? Die wären ja alle voll blamiert und niemand würde mehr Söder wählen, weil er dann der sich am meisten blamiert hätte von allen.
Die werden zu verhindern wissen, dass wir jemals an harte Daten rankommen werden. Das ist auch ganz menschlich. Was können wir ihnen auch nicht übel nehmen? Sie würden ja jetzt ihre gesamte Karriere ruinieren und ihr gesamtes Leben ruinieren, weil man ihnen alle vorwerfen würde, sie haben 2 Wochen zu schnell gehandelt, anstatt erstmal die Daten zu sichten, die Staatsdaten zu sichten, und haben dadurch uns allen schwersten Schaden zugefügt. Und das will natürlich kein Politiker gerne hören und auch kein Journalist und so weiter. Also werden wir an diese Daten nie rankommen. Ne? Vielleicht manipulieren sie gerade schon die Staatsstatistiken von Schweden, Weißrussland und so weiter, damit es nicht zur Blamage kommt. Denn die könnten ja auch peinlich noch werden, die Staatsstatistiken der Länder, die weniger Maßnahmen gemacht haben und trotzdem nachweislich den Virus im Lande haben, das Virus im Lande haben, egal wie. Mein Standpunkt ist ein ganz anderer. Ich tue, jetzt kommt so meine naturwissenschaftliche Wahrheit. Wenn wir schon keine sauberen Statistiken kriegen, dann bringe ich jetzt meine naturwissenschaftliche eigene Statistik. Schluck Wasser, sorry. Mein Standpunkt ist ein ganz anderer. Ich tue sehr viel für mein Immunsystem. Nicht so viel, vielleicht nicht ganz so viel, wie man könnte. Ich habe auch sicherlich einige Risikofaktoren, weil es das Schicksal eines Pionierwissenschaftlers ist. Bei Charles Darwin, der war ständig krank. Ja. Pionierwissenschaftler sind immer auch schwer belastet, weil das natürlich auch immer ein dauerdepressiven Kummern auslöst, wenn man als Pionierwissenschaftler nicht in der Tagesschau ist, sondern ein Herr Drosten, der 100 Millionen Kilometer von einem Pionierwissenschaftler entfernt ist. So ist das aber halt. Das Schicksal hatten Darwin, das Schicksal hatte Mendel, das hatten sie alle. Denken Sie an Galilei, der sogar Hausarrest bekommen hat für seine Wahrheiten. Ne? Wahrheiten sind nicht gern gesehen. Ne? Da, so. Ich sehe jeden Tag sehr alte Bekannte, die sehr wenig für ihr Immunsystem tun. Also doch trotz meiner Belastungen mit depressivem Kummer sozusagen noch viel weniger für ihr Immunsystem. Und die sind alle quietschfidel. Wenn ich davon plötzlich ganz viele nie mehr wiedersehen würde, dann wüsste ich, dass irgendetwas Gefährliches vorgeht. Und dann würde auch ich mich nicht nur an die Regeln halten, was ich ja sowieso mache als ordentlicher Staatsbürger, aber ich wüsste, da ist jetzt was Wirkliches Gefährliches und dann würde ich eben 5 Meter Abstand nehmen oder so. Ja? Vorher weiß ich, keine Gefahr, kein Killer-Virus und auch keine ungewöhnlich tötenden Mediziner. Denn Sie müssen immer denken, wenn Leute im Krankenhaus sterben, dann können sie durch irgendeine Krankheit sterben oder sie können durch die Mediziner sterben. Ja, zum Beispiel durch Killerkeime, Krankenhauskillerkeime, die von den Medizinern von Patient zu Patient übertragen werden, ne, und so weiter. Ja, das war's hier und jetzt geht's hier weiter. Ne? So. Das war, jetzt kommen die handschriftlichen Notizen. Wir müssen ja auch noch ein bisschen ausführlicher zu Dr. Markus Krall und Co. kommen, ja, und Lüning und so weiter. Ja, weiter geht's mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Horst Lüning, Whisky Horst. Interessante These mit dem Wahlrecht für alle. Oder zum Wahlrecht für alle. Ja. Er hat gesagt, das bisherige, da musste ich also nochmal drüber nachdenken, denn Dr. Markus Krall will ja den meisten Menschen das Wahlrecht entziehen. Ja. Und Horst Lüning widerspricht ihm da nicht größer, sondern gibt ja eigentlich zu bedenken und als Wissenschaftler muss man jetzt darüber nachdenken. Vielleicht hat er ja recht. Ne. Das Wahlrecht für alle führe zwangsläufig da zum Überlasten Aussaugen der Leistungsträger. Ja, so nach dem Motto, alle Armen,
Wo ist es? Normalverteilung, was wir hier haben, wir unsere liebe Greta. Hier haben wir nochmal die Aussage, hier nochmal, der Allgemeine Patientenverband in Deutschland. Chef ist auch ein guter Arzt, Christian Zimmermann. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Da haben wir das nochmal wiederholt, zum tausendsten Mal, für die es immer noch nicht verstehen wollen. Und die so faul sind, dass sie nicht die anderen 400 Videos und die ganzen Materialien studieren. Also das war für die Faulen. So, und dann gucken wir. Also das heißt, Horst Lüning sagt damit, ja, alle, die hier sind, die werden immer alles tun, das zu wählen, was die hier aussaugt. Weil die alle nur sehen, ich will Geld, ich will Geld, ich will Kohle, gebt mir Kohle, ich will nichts arbeiten, gebt mir Kohle. Na, ich will mich nicht anstrengen, gebt mir Kohle. Ne? Und dann hier, die werden ausgesaugt und dann verlassen sie das Land und dann geht das Land kaputt, immer weiter kaputt, weil die das Land verlassen. Ja, aber stimmt das denn wirklich? Sagen die denn wirklich alle? Ich denke nochmal an die Komikerin, die ganz klar gesagt hat, nee, Leute, ich will nicht zu viel von euch, denn wenn wir euch aussaugen und ihr nichts mehr leisten könnt und ihr nicht mehr da bleibt und uns nichts mehr für uns arbeitet, so ich als Bettlerin sozusagen, wenn ihr nicht für mich arbeitet, wer gibt mir dann noch mein Bettelgeld? Ne? Also ich, liebe Leute, ich will euch nicht überlasten, ja? Also ich will auch nicht Parteien wählen, die euch völlig aussaugen wollen, wie die Linke. Ja, denn wenn ich jetzt die Linke wähle, dann saugen die euch so aus, dass ihr außer Landes gebt und dann ist kein Geld mehr da und dann verhungere ich. Ich will ja schließlich nichts arbeiten, ne? Also, ja, das heißt also, ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Ich glaube, wir können schon darauf vertrauen, dass gerade die Sozialschmarotzer wissen, wem sie das verdanken, ja, und woher das Geld kommt und wer für sie arbeitet. Und dass die nicht dazu tendieren werden, Parteien zu wählen, die hier gnadenlos aussaugen. Das sieht man ja auch daran, dass die Linke eben nur bei 10% ist. Also das heißt, 10% ja sagen ja, okay, ich wähle nur die Partei, die die Reichen aussaugt. Aber die anderen sagen dann schon wieder, nee, also ich will es nicht übertreiben mit dem Aussaugen der Reichen. Die brauchen wir noch. Die müssen ja für uns arbeiten und die müssen uns ja Geld ins Land schaffen und so weiter durch Export und was auch immer. Und sonst verhungere ich ja. Und das heißt also, lieber Herr Horst Lüning, also ich sehe da keine große Gefahr. Wir können ruhig alle wählen lassen, denn das gibt da auch vernünftige Leute, die dann eben nicht nur Aussaugerparteien wählen würden. Wenn das stimmen würde, was sie sagen würden, müssten doch eigentlich die Partei, die Linke, bei 50% liegen. Und das tut sie nicht. Ne? Also vor allem ist es auch so, dass viele ja gar nicht zur Wahl gehen. Und von daher ist es auch so, dass deswegen die Wahl der reinen Aussaugerparteien wie der Linken eben nur nicht überhand nimmt. Ne? Und deswegen können wir doch alle weiter wählen, dass wir brauchen doch nichts ändern, wenn es keine Not gibt. Ne? Ja, also wieso können die... Ja, deswegen nochmal. Wieso können die Wähler nicht sagen, wir dürfen... Die Wähler können doch auch sagen, wir dürfen der Kuh beim Saugen nicht so wehtun, dass sie davonläuft. Wir müssen alles auf ein vernünftiges Maß beschränken. Ja, also das heißt, die Leute, so viel vernünftig werden die Leute sein. Ich werde doch nicht die Kuh schlachten. Von der ich noch die Milch bekommen will. Ne? Ich werde doch nicht so fest am Euter saugen, dass es weh tut. Ja, und deswegen also. Ja, Krall und Lüning sehen also den Wähler als etwas, das ausschließlich sagt, mehr Geld zu mir. Müssten dann nicht automatisch 90% die Linke wählen, da
da die ja nur die obersten 10% besteuern wollen. Ja, also wenn die Linke sagt, wir wollen die obersten, reichsten 10% besteuern, müssten da nicht alle 90% anderen Hurra sagen und jetzt, wenn sie doch die Leute aussaugen wollten, müssten wir dann nicht 90% abgezogen von der geringen Wahlbeteiligung, vielleicht dann nicht 70% der Wahlstimmen für die Linke sein, weil es einfach das Glücksrezept ist, dass wir einfach die Reichen aussaugen. Nee, das sagt Horst Lüning zu Recht, die sind doch schon alle fort. Die Reichsten haben wir doch schon alle außer Landes getrieben, ne? Durch das Saugen, ja. Und haben sie ja schon außer Landes getrieben. Und die Next Scientist for Future .de wollen die ja wieder ins Land zurückholen, indem die Lebensqualität in Deutschland wieder so hoch wird nach Einführung der Wohlfühlstimme, dass die gerne wieder hier leben wollen und dann auch wieder hier besteuern wollen. Aber dafür dürfen wir nicht zu kräftig saugen, ne? Sonst kommen die nicht zurück, ne? Und ja. Und wie gesagt, wenn man zu kräftig saugt, dann gehen diese 10% der Reichsten, die verschwinden dann und dann ist nichts mehr da. Ne? Denn, wie gesagt, in der DDR hat man gesehen, wenn dann die Unfähigen versuchen, die Firmen zu führen, das hat man ja gesehen, was dann in der DDR passiert ist. Ne? Eine völlig marode Wirtschaft. Ne? Die Wähler verstehen, dass das den Bogen überspannen würde, die Habenden außer Landes treiben würde und dann bekäme man gar nichts mehr. Ne? Und das wollen ja die Sozialparasiten nicht, ne? Sozusagen. Also keine Gefahr. Ich denke, da ist keine Gefahr, kein Handlungsbedarf. Wir können ruhig weiter alle wählen lassen. Ne? Wahlrecht für alle also. ZDF heute, gestern Abend, ne? Sterblichkeit ist wohl doch geringer als gedacht. Hört, sowas Ähnliches wurde geäußert. Ne? Die werden doch nicht der Politik und in den Rücken fallen und der Pharmaindustrie in den Rücken fallen. Das kann doch nicht sein. Nee, das wird schon wieder vergessen werden. Merkel will auf den Impfstoff warten. Die macht's richtig. Die fällt jetzt nicht der Pharmaindustrie in den Rücken. Die hat ja noch nicht kassiert. Das richtige Geld kommt ja erst durch die Impfung, ne? Und nicht vorher. Ne? Kinderglück als Kindersekretärin. Übrigens, natürlich alles ohne Schuld. Ne? Immer, es gibt keine bösen Menschen. Es gibt nur sich irrende Menschen. Und die Irrtumslogik führt immer zum Geldverdienen. Ne? Und immer zum Karrieresteigerung und zum Geldverdienen. Ne? Und ja, und man sieht ja, dass eben Söder hat ja vollkommen richtig gehandelt. Ne? Wenn er jetzt quasi der Kanzlerkandidat Nummer 1 ist und weil er am härtesten durchgegriffen hat, dann bedeutet das ja, dass die Masse der Menschen die Irrtümer der Medizinindustrie völlig übernommen hat und dann ist es doch rational für Söder, dann den Leuten zu geben, was sie wollen, nämlich hartes Durchgreifen. Ne? Und weil ja die Leute es glauben. Ne? Und dann kann eigentlich ein Politiker nicht anders, als hart durchzugreifen. Und Söder hat richtig gehandelt. Ne? Das Problem liegt darin, dass die Bevölkerung den Experten vertraut, anstatt zu sagen, jeder Krämer lobt seine Ware, ich mache doch nicht den Bock zum Gärtner, ich vertraue doch nicht jemanden, der Geld dafür kassiert, wenn er mich in die Irre führt. Ja, das ist so ähnlich, die Bevölkerung glaubt ja auch, wenn der Waschmaschinenreparateur kommt und der dann sagt, in Wirklichkeit ist nur eine, also in Wahrheit ist ja nur eine kleine Sicherung kaputt und der sagt, nee, da ist ja ein Riesen, das ist ja alles kaputt, der Motor und das ist durchgebrannt. Den muss ich mitnehmen und dann kostet das 500 Euro und ich bringe sie ihn dann wieder zurück. Ja, also und diesen Bock machen die Leute ja auch zum Gärtner. Jeder Krämer lobt seine Ware und so weiter. Und dann, nachdem die Leute den Bock zum Gärtner gemacht haben, sozusagen, frisst er ihnen natürlich die Haare vom Kopf. Und sie bezahlen die 500 Euro. Und am Ende glauben sie immer noch, dass ihre Waschmaschine tatsächlich kaputt war und nicht nur eine 5-Cent-Sicherung. Ne? So.
für die ersten Jahre, jetzt kommt das Thema, Zwischenthema, nur mal ein interessanter Exkurs, Schluck Wasser. Jetzt kommt das Zwischenthema. Es ist wieder mal das Thema aufgetaucht. Ja, was machen wir denn mit den Frauen? Was machen wir denn? Das ist doch nicht, manche Verrückte werden sicherlich sagen, es ist doch, das ist doch nicht menschlich, wenn in Zukunft die Frauen aus diesem Bereich vielleicht gar keine Kinder bekommen, weil wir das in der Gesellschaft für moralisch sinnvoll halten. Sie soll erstmal beruflich erfolgreich werden und wenn sie den Kindern was bieten kann, dann soll sie Kinder in die Welt setzen. Und wenn wir ihr das Recht geben, wenn wir also sozusagen uns von den Irrtümern der Medizinethik, wie nenne ich sie, die Medizingeschäftsethik, die da besagt, wir müssen alles retten, wir müssen schon im Mutterleib operieren, wir müssen schon vielleicht beim Weg der Zygote im Eileiter schon die ersten Operationen an dem Genbestand durchführen, damit alles überlebt, was an Mutanten sozusagen und an genetischen Variationen durch das Lotteriespiel der genetischen Durchmischung bei einer Zeugung alles so an Mutationen und Neukombinationen durcheinander gewürfelt wird. Davon ist ja ein Großteil gar nicht fürs Leben bestimmt in der Evolution. Das sind Experimente, Lotteriespiel. Ein großer Teil geht ja schon während der Schwangerschaft als Abort ab, ja, weil es sich um nicht überlebensfähige Lotteriespielereien der DNS handelt, ne? Der Genome handelt und des genetischen Materials handelt, ja. Und in der Natur sind die da ganz locker gewesen. Und noch, ich glaube, noch vor ein paar Jahrhunderten hat man kein Drama draus gemacht, wenn so ein kleines Kind einfach vielleicht bis zum dritten Lebensjahr oder so, bis es halt eine voll entwickelte Persönlichkeit ist, wenn es davor gestorben ist, dann hat die Lotterie halt nicht gestimmt. Dann haben halt irgendwie die Gene des Immunsystems nicht gestimmt und dann wird es halt dahingerafft von irgendeiner dieser Krankheiten. Und da zeitgleich natürlich auch die Ernährungssituation katastrophal war, wurden halt mehr Kinder als sonst hingerafft. Und nur die mit den härtesten Immunsystemen, mit den besten Genen für starke neue Immunsysteme, die wurden dann 80 Jahre alt oder 100 Jahre alt oder so oder noch älter, ja. Und das bedeutet sozusagen, dass wir dazu übergehen müssen, dass wir sagen, also so bis zum dritten Lebensjahr, da machen wir keine großen künstlichen, oder das müssen muss die Bevölkerung in einem Volksentscheid entscheiden, so wie in der Schweiz, ja, Volksentscheid entscheiden. Bis zu welchem Lebensjahr sparen wir uns die künstlichen lebensverlängernden Maßnahmen sozusagen, bis wohin akzeptieren wir, dass ein Kind einfach nicht fürs Leben bestimmt ist, sondern ein unglückliches Evolutionsding war und dann helfen wir nur noch mit Schmerzmitteln und lindern also nur noch Schmerzen, aber versuchen nicht mehr zu retten um jeden Preis. Ja, aber dann muss Schluss sein. Also das ist jetzt der Riesenunterschied. Ja, bloß sobald die Kinder ein bestimmtes Alter überschritten haben, tun wir dann alles. Weil dann ist es eine ausgeprägte Persönlichkeit, die sich selbst wahrnimmt, die schon selbst eine Geschichte empfindet und die schon ein Lebenswerk anfängt aufzubauen, die vielleicht schon irgendwie schon Ideen entwickelt und schon eine volle Persönlichkeit ist und so weiter. Und dann kämpfen wir um jedes Leben. Ja? Das ist selbstverständlich, ja. Aber wir müssen es ein bisschen wieder Natur walten lassen und so und es nicht überdramatisieren und bis zum gewissen Alter nur schmerzdämpfend eingreifen und eben den Müttern bis einige Stunden nach der Geburt die freie Entscheidung darüber lassen, ob das Kind abgetrieben wird oder nicht. Das ist natürlich, klingt sehr hart, Abtreibungsrecht bis einige Stunden nach der Geburt.
Das klingt brutal und hart, aber wir müssen die Frauen schützen vor den fürchterlichen Empfängnisverhütungsmitteln. Ja, es ist immer leicht gesagt, die Frau soll doch verhüten, ne? Und so weiter. Ja, für Männer ist das leicht gesagt, ne? So, für die Männer müssen es ja nicht machen, ne? Und wenn das Kondom platzt, dann sind eben doch wieder die Frauen die Gearschten und so weiter, ja. Also deswegen nochmal ganz deutlich gesagt, wir müssen unsere Frauen schützen vor der Gefährlichkeit von diesen schrecklichen Verhütungsmitteln. Ne? Dafür müssen wir die Frauen bewahren und dafür brauchen sie ein Abtreibungsrecht bis einige Stunden nach der Geburt, wobei natürlich dann das durch gute Ärzte gemacht werden muss, am besten natürlich mit dem Einmassieren von Schmerzmitteln, die dazu führen, dass das Kind ganz friedlich, vielleicht ganz schmerzlos, glücklich verhungert, ohne dass, also dass der Organismus irgendwann einfach stehen bleibt und das Kind einfach einen Glücksrausch erlebt und so weiter. Ja? Ich denke mir, das ist auch noch menschlicher als die Abtreibung während der Schwangerschaft, denn wenn da schon Schmerzsensorik vorhanden ist, dann ist ja eine Abtreibung, ich weiß nicht, ob die nicht doch bis beim dritten Monat noch 12 Wochen, ja, ob da nicht schon eine gewisse Schmerzsensorik da ist und ob dann nicht bei einer Abtreibung das Kind größte Schmerzen erleidet. Also da wäre ich noch nicht so sicher, ob das wirklich so ist, dass das Wesen dann absolut nervenfrei ist und schmerznervenfrei ist und gehirnnervenfrei ist. Also da hätte ich so meine Zweifel. Also ob die Leute da wirklich wissen, was sie tun. Ne? Na gut, wollen wir mal annehmen, dass sie hoffentlich wissen, was sie tun. Aber auf jeden Fall in der Abtreibung, dann muss es halt so sein, dass eben das Gesündere für die Frauen ist, eigentlich keine Abtreibung, vielleicht die Abtreibung sogar zu verbieten. Dafür aber die Entscheidungsfreiheit, die Abtreibungsentscheidungsfreiheit einige Stunden innerhalb, also von Geburt bis einige Stunden danach, darf die Frau entscheiden, ob das Kind leben soll oder nicht. Es ist ihr Kind, es ist ihr Bauch gehört ihr, es ist ihr Leben und da dürfen wir nicht eingreifen. Nirgends in der Natur wagt es irgendjemand einzugreifen in die Entscheidung einer Mutter. Na, das ist... ganz einfach. Ich habe ja geschildert, die Schweinemütter entscheiden manchmal, dass sie die Kinder wieder auffressen müssen, weil es nicht passt. Und genauso, und niemand, wir wollen doch nicht besser sein, versuchen als die Natur. Wenn die Schweinemutter meint, das ist okay, dann ist das so. Dann ist das die Natur. Ne? Und wenn die Menschenmutter meint, dieses Kind passt nicht, und dann soll sie das entscheiden und dann sorgen wir für Schmerzfreiheit. Ne? Ja, das klingt sehr grausam, ist aber, warum ist das nötig? Weil ein paar Kinder zu viel aus diesem Bereich hier bedeutet schlicht und einfach, dass wir bald alle von 2 Euro am Tag leben müssen und das, dann jammern alle, ne? Dann jammern alle. Nein, als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, vor Gefahren zu warnen. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir hier einige wenige Kinder bekommen, damit die Gesamtbevölkerung insgesamt absinkt, denn wir sind viel zu viele, laut Dr. Markus Krall, weil wir mit gesunder Ernährung angeblich die Landwirtschaft nicht hinkäme und wir also nicht satt werden würden, ja, sondern nur mit dieser giftigen Nahrung satt werden. Ja. Und wir wollen ja aber zur gesunden Ernährung, wir wollen ja die Leute nicht mehr weiter vergiften. Und deswegen müssen wir hier wenige Kinder haben und viele Hochqualifizierte aus aller Welt, die zuwandern, ja, und die uns neues Know-how und neue Gene mitbringen und uns genetisch auffrischen und wissensmäßig auffrischen sozusagen. Und hier wollen wir eigentlich 0 Nachwuchs haben. Ne? Das wäre ideal, denn dann wandert die Kurve dann nach oben. Und jetzt ist aber die Frage, ist es nicht grausam, wenn Frauen keine Kinder bekommen wollen? Also erster Hinweis ist ja sozusagen, viele Frauen entscheiden sich sowieso freiwillig dafür, lebenslang nie Kinder zu haben. Also so schrecklich scheint es ja nicht zu sein, sonst würde ich mir das ja als Frau nicht gefallen lassen, ne? Als Karrierefrau zum Beispiel, würde ich ja nicht auf Kinder verzichten, wenn das jetzt so dramatisch wäre. Ne?
Also so schrecklich kann das nicht sein, ne? Und dann können sie ja Kinderglück erleben. Es gibt in der Natur ganz viele Tiere, ja, also die sozusagen ganz viele Tiere. Da gibt es es so, dass die starke Schwester sozusagen die starke Schwester sozusagen der schwachen Schwester das Kind gibt und die darf mit dem spielen, die darf es betreuen, die darf Mutter spielen und so weiter und genießt das, ja? Und das ist dann das Kinderglück. Und bei uns würde es sogar ja noch bezahlt bekommen, für die, die es schon wissen, die Materialien studiert haben, die wissen das, da sage ich nichts Neues. Das Modell der Kindersekretärin bedeutet ja hier, wenn eine Karrierefrau ein Baby bekommt, wird sie ab dem Moment zwischen 0 und 100% steuerfrei gestellt und kriegt eine vom Staats wegen nicht nur einen Betriebskindergarten finanziert, der Betrieb kriegt nicht nur einen staatlichen Zuschuss dafür, dass er sie trotz des Babys weiter beschäftigt und so weiter, als kleinen Ausgleichszahlung sozusagen, Entschädigungszahlung. Und sie stillt dann das Baby am Arbeitsplatz und die Kindersekretärin geht mal damit in den Betriebskindergarten und hat dort viel Kinderkörperkontakt mit dem Baby und so weiter und kann also als Ersatzmutter, als Patentante und Zweitmutter des Kindes wie eine frühere Amme dann sein und so weiter. Ob sie das Kind stillen kann, das ist jetzt eine andere Frage. Ist, glaube ich, besser, wenn die Mutter allein es immer wieder stillt und so weiter. Ja, und so dadurch sind alle zufrieden und es ist alles harmonisch und hier die Frauen von hier, die also sowas wie ein Mutterinstinkt verspüren, die sind dann herzlich eingeladen, sich zu qualifizieren als Kindersekretärin und dort einen guten Job zu haben und dort ganz viel Spaß mit Babys zu haben und Kindern, ne, sozusagen. Und für die ersten Jahre, also jetzt könnte man sagen, was ist, ja, werden ja die Ungebildeten unterrichten ja unsere Babys. Na, das ist in den ersten Jahren, glaube ich, nicht schlimm. In den ersten Jahren reicht dem Kind zum Lernen auch eine weniger gebildete junge Frau, die sie betreut. Da kann das Kind den Basisunterricht kann es von ihr erhalten. Alles Weitere müssen dann hochqualifizierte Lehrer unserer Schulen machen und so weiter oder der Kitas machen. Ne? Ja, das war also die Lösung und das ist doch nochmal wichtig, dass wir also eine Lösung auch zum Thema Mutterglück haben, ja, denn das war ja auch Professor Paraskevopoulos immer sehr wichtig, dass wir das Mutterglück der Frauen nicht zu kurz kommen lassen in der Betrachtung. Ja? So, und dann haben wir jetzt noch, ja, also dann nochmal so eine kleine Bemerkung am Rande, dass auch nochmal sozusagen, wie es ja auch in der Tagesschau und heute immer so auch so ein Bericht über was anderes gibt, machen wir das natürlich auch. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum wir Menschen überhaupt die erfolgreichste Art dieser Erde sind? Es sei denn, wir machen uns jetzt durch diese krankmachende Ernährung so schwache Immunsysteme, dass sich am Ende die Viren und die Bakterien und sonstigen als die doch stärkeren sozusagen in der Evolution erweisen. Ja? Also wenn wir uns jetzt nicht durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall nicht selbst alle so weit vergiften, dass wir dadurch dann aussterben, dass wir unsere Immunsysteme schwächen und damit echten Killerkeimen sozusagen die Überhand geben. Denn das kann durchaus passieren, dass ein Virus, der bei Naturtieren sozusagen von deren Immunsystem in Schach gehalten werden kann, der springt dann vielleicht auf den Menschen über. Und da wir alle viel schwächere Immunsysteme als die Naturtiere haben, könnte es sein, dass der Virus, obwohl er nicht überleben kann, zum Beispiel ein echter Killer-Virus, obwohl er nicht überleben kann, wenn wir alle tot sind, das weiß er ja vorher nicht. Er kommt ja von den Naturtieren und dann kann der eine Durchschlagskraft haben, die unsere kranken, kaputten Immunsysteme überfordert und dann sind wir alle tot. Das ist möglich.
Und dann sind wir nicht die erfolgreichste Art der Erde geworden. Also das müssen wir erstmal durch die Wohlfühlstimme, müssen wir erstmal zur erfolgreichsten Art der Erde werden, dass das auch sicher ist. Aber sagen wir mal, im Moment sind wir noch vielleicht noch die erfolgreichste Art der Erde. Wir arbeiten zwar an unserem Niedergang, aber noch sind wir die erfolgreichste Art der Erde. Ja, und dann haben Sie schon mal überlegt, woran das liegt? Warum ist denn nicht der Löwe erfolgreicher als wir? Ja, ganz kurz. Machen Sie sich ein Bild eines Löwen. Ich will jetzt nicht danach suchen. Ne? Der Löwe hat Krallen. Er hat Pfoten und Krallen. Und er hat Reißzähne. Da ist einfach kein Weg in der Evolution zu einem Gewehr mehr möglich. Ja, wenn Sie einmal ein Löwe sind, wie wollen Sie jetzt ein Gewehr entwickeln? Damit Sie die Knus in Zukunft schießen können und ihn nicht immer vergeblich hinterherrennen müssen. Ne? Also wie wollen Sie das machen? Ja, das geht nicht mehr. Also der Punkt war, als händeähnliche Dinge auftauchten, händeähnliche Dinge und Gehirn da war, war klar, dass am Ende der Sieger dieser Evolution erstmal vorläufig zumindest nur jemand sein könnte, der zwei freie Hände hatte zum Manipulieren und dazu passend ein immer größer wachsendes Gehirn, und der kann das Gewehr entwickeln und die Knus schießen und dann zu viel Fleisch essen, durch das er wieder krank wird vielleicht. Wissen wir nicht so genau. Naja gut, alles klar. So, Krall, Markus, Dr. Markus Krall, folgt auch der Logik der Rechtsradikalen. Ja, das ist eine neue Entdeckung heute aus den Kommentaren zu den neuesten Videos und Talks und so weiter, ja. Und in Interviews und so weiter, das war die Lehre. Eigentlich müssen wir uns klar sein, so ganz harmlos ist Dr. Markus Krall dann vielleicht doch nicht mit seiner bürgerlichen Revolution. Ja? Denn genau genommen folgt er, also schauen wir uns nochmal das hier an. Hier haben wir die Rechtsradikalen in der Gesellschaft, also die ganzen Dumpfbacken-Nazis, die ganzen Verfassungsfeindliche, die Leute umbringen und so weiter, diese ganzen sozusagen Dumpfbacken. Ja? So, und die, für die ist es ja so, deren Propaganda lautet ja sozusagen, was ist deren Propaganda? Hier links in der ganz... Links in der Gesellschaft haben wir ja, ich gehe nochmal auf das Bild, damit das nicht verwechselt wird jetzt, hier ganz links außen in der Gesellschaft, ich hoffe, Sie können es sehen, die Maus, ne, haben wir doch die Linksextremisten, die links, die Verfassungsfeinde von links, die Linksspinner, die am liebsten alle Reichen ermorden würden und gewaltsame Revolution zumindest nicht ausschließen in ihrem wahren Denken sozusagen. Also irgendwie gewalttätig, revolutionär, diktatorisch und das also sozusagen ja, so irgendwie empfinden. Ja? Die, ist klar, die... Das ist ein Irrweg, ist klar. Ne? Dann haben wir hier in der Mitte haben wir uns. Die vernünftige Mitte, die echte Naturwissenschaft, die sozusagen sieht, wir müssen unsere Volkswirtschaft immer stabilisieren und stärken, um jeden Preis sozusagen, weil wir dürfen nicht in den afrikanischen Zustand kommen als Europa, ja, und so weiter. Wir sollten vielleicht auch möglichst schnell die United States of Northern Europe zusammenstellen, Volksabstimmung darüber und so weiter. Echte Staatlichkeit schaffen, ne? Bevor es zu spät ist und alles auseinanderbricht. Und dann sozusagen haben wir hier rechts außen diese Dumpfbacken, das waren diese ganzen Rechtsradikalen. Ja? Und diese Rechtsradikalen natürlich beherrschen das Internet, denn das ist ganz klar, die haben in den öffentlich-rechtlichen Medien keine Chancen, die haben natürlich das Internet gekapert. Ne? Sehr zum Leidwesen von all diesen Internetplattformen, die darunter schrecklich leiden, weil sie selbst wahrscheinlich gar keine Rechtsradikalen sind. Ne? Okay. Und da ist dann das Dilemma jetzt, also dass eben sozusagen jetzt die Rechtsradikalen natürlich folgende Propaganda machen. Ja?
die machen natürlich überall in den Internetforen und so weiter, überall, wo sie sich äußern dürfen und nicht sofort zensiert werden, gehen sie hin und sagen, ja, ihr hier in der Mitte, ihr Naturwissenschaftlichen, die Stimme der Vernunft, wo ihr, ihr seid ja in Wirklichkeit schon die hier. Ihr seid in Wirklichkeit die hier. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass Dr. Markus Krall die genau dieselbe Schallplatte drauf hat. Ja? Für den ist ja auch Frau Merkel, er beschimpft die ja alle regelrecht, er beschimpft ja die, alles, was Mitte ist, ja, beschimpft er ja eigentlich als sozialistisch und damit unterschwellig unterstellt er dann schon potenziell gewalttätig, revolutionär, diktatorisch, freiheitsberaubend, sozialistisch und DDR 2.0 und so weiter. Ja, also das heißt, damit folgt er der gleichen Masche aller Rechtsradikalen und das ist schon bedenklich. Ne? Da müssen Sie, was meinen Sie dazu? Ne? Sachliche Kommentare immer gerne zu den Videos, die Kommentare werden mir immer geschickt, sodass ich auch dazu mir meine Gedanken machen kann. Von dem Sender, die Sender schicken mir das alles immer wieder. Gerade heute zum Beispiel von den letzten Interviews, da wurde mir ständig die Kommentare per Mail geschickt, sodass ich immer Stellung dazu nehmen konnte. Ja, so. Und das heißt also, Dr. Krall hat dieselbe platte Strategie. Alles, was mittig ist, beleidige ich als linksradikal. Und dann bleibt ja nur noch übrig, dass mein Rechtsradikales gewählt wird, ne? Und ich Nachfolger bei den Rechtsradikalen gewinne. Also er fischt da auch am rechten Rand, ne? Oder? Was sind Sie anderer Meinung? Ne? Ja, aber bitte sparen Sie sich Ihre Meinung, wenn Sie selbst rechtsradikal sind. Was Sie sagen, ist ja dann klar. Ne? Das sind ja die üblichen Sachen. Ja? Das Schöne ist nur, dass man diesen rechtsradikalen Schwätzern ja zum Glück nicht zuhören muss, sondern es gibt immer sofort Löschungsknöpfe und die kriege ich auch dann gar nicht geschickt. Ich kriege es manchmal gezeigt, nur so, dass ich Beispiele sehe von den Sendern, was so die Rechtsradikalen wieder versuchen, so, ja, wie sie ihre Gülle ausschütten versuchen. Aber so ist das halt. Damit müssen wir alle leben. Das ist halt eine Demokratie und ja, und wir können sie ja löschen. Das ist ja kein Problem. Ne? Alles, ja, ich glaube, damit ist für heute alles gesagt, ja. Also, ich fasse zusammen, die wissenschaftliche Tagesschau heute hat wieder viel ganz, ganz Neues sogar gebracht und vieles zum Nachdenken. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß daran. Bis demnächst in diesem Theater. Tschüssi.